Dada ist die Sonne. Dada ist das Ei. Dada ist die Polizei der Polizei. Dadaismus oder auch Dada war eine künstlerische und literarische Bewegung, die während des Ersten Weltkrieges unter anderem von Hugo Ball, Emmy Hennings, Richard Hulsenbeck und Hans Arp im neutralen Zürich begründet wurde. Sie versammelte pazifistisch eingestellte Lyriker, Schriftsteller und bildende Künstler, verbunden durch die Ablehnung konventioneller Kunst und ihrer Formen sowie durch Kritik an bürgerlichen Idealen. Die Bewegung protestierte gegen die Institutionalisierung der Kultur und die Zweckgebundenheit der Kunst. Als Waffe setzte sie Spontaneität und die Hinwendung zum Sinnlosen und Zufälligen ein. Hugo Ball dichtete in seiner Karawane »Champa vula vusa olobo, haitata gorem«. Solche Lautgedichte und Textcollagen wurden im Cabaret Voltaire in Zürich in merkwürdige Kostüme gekleidet, einem teils schockierten, teils amüsierten Publikum vorgetragen. Im Laufe des Ersten Weltkriegs breitete sich der Dadaismus international aus. New York, Paris und Berlin bildeten weitere Zentren der kulturellen Rebellion. Kreative protestierten durch gezielte Provokationen im Spektrum von Nonsens über Ironie und Absurdität bis zum Akt der bewussten Zerstörung gegen den Krieg und das obrigkeitsstaatliche Bürger- und Künstlertum. Gegen Nationalismus und Kriegsbegeisterung vertraten sie Positionen des Pazifismus und stellten sarkastisch die bisherigen, durch das Gemetzel auf den Schlachtfeldern absurd gewordenen bürgerlich-konservativen Werte in Frage. Im Wesentlichen war Dada also eine Revolte gegen die Kunst von Seiten der Künstler selbst, die die Gesellschaft ihrer Zeit und deren Wertesystem ablehnten. Traditionelle Kunstformen wurden deshalb satirisch und übertrieben verwendet und so parodiert ad absurdum geführt. In der bildenden Kunst wandten die Dadaisten entschieden antitraditionelle Techniken an. Collagen aus wiederverwendetem Papier und unterschiedlichsten Materialien, Fotomontagen und Readymades. Man Ray versah die Unterseite eines Bügeleisens mit Nägeln. Max Ernst und George Gross kollagierten. Raoul Hausmann konstruierte die Assemblage mechanischer Kopf. Marcel Duchamp löste mit seinem Readymade eines ausgestellten Urinals einen Skandal aus, auch weil er damit behauptete, dass lediglich der Kontext Kunst zu Kunst mache. Der Schockeffekt und das Provokationspotenzial des Dada nutzten sich recht schnell ab. Zu Beginn der 20er zerfiel die ohnehin recht lose Gruppe wieder. Einige Protagonisten wie Gross oder John Hartfield engagierten sich politisch und gesellschaftskritisch. Andere wie Max Ernst suchten neue künstlerische Ausdrucksformen im Zufälligen, dem Irrationalen und Unbewussten und schlossen sich den Surrealisten an. Vom Dadaismus, seiner formalen und inhaltlichen Offenheit und offensiven Grenzenlosigkeit gingen erhebliche Impulse für die Kunst der Moderne, zum Beispiel die Popart, aus. Dada verlieh dem künstlerischen Drang, tradierte Grenzen zu hinterfragen, einen anhaltenden Impuls. Der Herausgeber der dadaistischen Zeitschrift 391, zugleich einer von Dadas führenden Köpfen, Francis Picabien, prägte den programmatischen Aphorismus »Unser Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann«. In Hannover hatte indes der Maler, Dichter, Raumkünstler und Werbegrafiker Kurt Schwitters parallel seine eigene Version des Dadaismus entwickelt. Wie zahlreiche Künstler seiner Epoche war Schwitters stark bewegt von den Geschehnissen seiner Zeit, aus der er unmittelbar seine künstlerischen und dichterischen Inspirationen zog. Als im Ersten Weltkrieg eine Welt in Scherben ging, sammelte Schwitters diese Scherben auf und machte aus ihnen eine neue Kunst. Ab 1918 entstanden seine ersten Collagen, kurz darauf die ersten großformatigen dreidimensionalen Assemblagen aus Altmaterial aller Art, gefertigt aus Stoffresten, Zeitungsausrissen und anderen Fundstücken. Geboren wurde Kurt Schwitters am 20. Juni 1887. Ein Einzelkind mit geradezu penetrantem Hang zum Individualismus, nach Einschätzung seiner Lehrer auf jeden Fall eher Fantasie als kaufmännisch begabt. Seine Ausbildung erhielt er zunächst an der Kunstgewerbeschule Hannover, dann an der Königlich-Sächsischen Akademie der Künste in Dresden. Dort traf Schwitters die Expressionisten und Begründer der Brücke, denen er sich aber ebenso wenig anzuschließen gedachte wie den Vertretern des Blauen Reiter in München.
Während des Ersten Weltkrieges wurde er aufgrund seiner schwachen Gesundheit zur Arbeit als technischer Zeichner in einem Eisenwerk verpflichtet. Schwitters malte naturalistisch, dichtete formkonventionell. Im Krieg jedoch veränderte sich seine Kunst grundlegend hin zum Experimentellen und Abstrakten. Oder, wie Schwitters es ausdrückte, vom Abmalen zum Malen. So fand er zu seiner eigenwilligen, im Gegensatz zur eher destruktiven Art des Dadaismus, deutlich konstruktiven Ausdrucksformen. Der Durchbruch als Künstler und Literat kam nach dem Krieg. Die erste Ausstellung seiner Bilder am 29. Juni 1919 in Berlin geriet zum historischen Ereignis. Schwitters arbeitete mit Hans Arp oder Hanna Höch zusammen, veröffentlichte seine eigene Schriftenreihe und gründete die Künstlervereinigung Die Abstrakten Hannover. Von den Nationalsozialisten als entartet diffamiert, flüchtete er 1937 mit seinem Sohn zunächst ins norwegische, dann ins englische Exil. Bis zu seinem Tod 1948 blieb er dort und arbeitete weiter an seiner schreibenden und bildenden Kunst. Schwitters Werke sind, ebenso wie die zahlreicher Dadaisten, vom Konstruktivismus und Surrealismus geprägt. Aus heutiger Sicht zählt er zu den einflussreichsten Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts. Die Idee, aus gegebenen, bereits existierenden Materialien Kunst zu schaffen, war nicht ganz neu. Das Papier Collé, französisch für geklebtes Papier oder Klebebild, ist eine Frühform der Collage, die um 1912 von den Künstlern Georges Braque und Pablo Picasso entwickelt wurde. Während sie anfänglich mit ihren Bildern des analytischen Kubismus Materialien wie Holz, Papier oder Tapete noch mit malerischen Mitteln imitierten, wurden diese später direkt im Bild eingesetzt. Somit wurden Materialien der Alltagswelt in den künstlerischen Schaffensprozess einbezogen und in der Bildebene mit dem üblichen Malmaterial kontrastiert. Schwitters arbeitete indes in seinen Werken auch früh mit dreidimensionalen Gegenständen und Fundstücken. Als auf einer seiner frühen Assemblagen neben anderen Druckschriftteilen das aufgeklebte Wort März, zufälliges Fragment der Druckzeile Kommerz und Privatbank, zu lesen war, nannte Schwitters das Werk das Märzbild und gab von da an seinen Assemblagen den Gattungsnamen Märzbilder. Später dehnte er den Begriff März als Märzkunst auf seine Plastiken, seine Texte und seine gesamte Kunst aus. So steht der Begriff für einen Schaffensprozess, der die traditionellen Gattungen hinter sich lassen will. Zwischen Kunst und Nichtkunst, Künstler und Publikum, praktischer und poetischer Sprache, zwischen den künstlerischen Gattungen. Zwischen Wort und Bild, Architektur und Musik, dem Text und den anderen Künsten, aber auch zwischen Kunst und Kitsch sollten die Grenzen fließend und schließlich unsichtbar werden. Denn, so Schwitters, die höchste Form der Kunst ist das Gesamtkunstwerk, in dem die Grenzen zwischen Kunst und Nichtkunst aufgehoben sind. Für Schwitters war es aufgrund dieser Position auch unerheblich, welchem Zweck die verwendeten Materialien ursprünglich dienten. Alles war legitimes und gleichberechtigtes Gestaltungsmittel. Das Alltägliche soll so einen Ästhetisierungsprozess durchlaufen, bei dem es seine Bedeutung verliert und zu reiner Form wird. Schwitters späte Zeichnungen und Bilder verraten eine sich wieder verändernde Beziehung zur Tradition der Malerei. Die norwegischen Landschaftsbilder der 30er und 40er Jahre verraten sowohl die formale Schulung durch die Phasen der Abstraktion als auch die konkrete Anregung durch die ihn umgebende Landschaft. In einem Brief schreibt er 1937, dass ein neues, sachliches, leidenschaftsloses Studium der Natur, verbunden mit der Wiedergabe der Resultate im Bilde, nicht nur erlaubt, sondern neben der abstrakten Gestaltung wichtig sei. Im Jahr 1919 malte, klebte, nagelte Schwitters das Und-Bild. Der Erste Weltkrieg war beendet und hinterließ nach seinem Schrecken die Toten und die Krüppel, die Zerstörungen und für viele Armut, Elend und Hunger. Schwitters schrieb von diesen Schrecknissen. Was sollte folgen? Wie konnte er seine Arbeit weiterführen? Was ich von der Akademie mitgebracht hatte, konnte ich nicht gebrauchen. Das brauchbare Neue war noch im Wachsen. Das war im ersten Jahr seiner Märzmalerei, mit der er die Furcht vor Autorität und Absolutheit nehmen wollte. Den Ausdruck des Wortes und kann man nicht malen, stellte Schwitters fest. Also nahm er das Wort, wie er es geschrieben fand, und nagelte es an oberster Stelle auf sein Und-Bild. Diese Konjunktion und übte auf den Sprachkünstler Schwitters eine große Faszination aus.
Sowohl in seinen Texten als auch in seinen bildnerischen Werken befasste er sich wiederholt damit. 1925 beispielsweise in einem Prosatext schlicht betitelt Und. Das Und-Bild ist recht klein. 35,8 x 28 cm ergeben nicht gerade eine ausladende Bildfläche. Dennoch findet sich darauf ein großer Detailreichtum in diesem komplexen Gefüge von Materialien, die in wechselseitige Verhältnisse gerückt sind. Was sogleich ins Auge fällt, ist eine aufsteigende weiße, vogelkopfartige Form links oben neben dem horizontal mittigen Schriftzug Und. Links oben wird die Form vom Bildrand her in einem dort gespannten Bogen von kaltem Grün flankiert. Dieser Hauptform gegenüber liegt ein zur ockerfarbenen Umgebung komplementärfarbiges blaues Dreieck im rechten Mittelraum, leicht aus dem Zentrum herausgerückt. Der helleren linken Bildhälfte steht eine dunklere rechte mit nur wenigen lichten Flächen gegenüber. Einer optischen Trennung wird aber durch verbindende Keilformen und Farbwiederholungen entgegengewirkt. Auch das Wort Und in seiner klaren und serifenlosen Type ist keineswegs zufällig ins Bild gehoben worden. Vielmehr findet es sich an signifikanter Stelle in dem Beziehungsgefüge des Ganzen, jeweils schräg über dem blauen Dreieck und der weißen Form. Um diese Dreieckskomposition aus größeren Form- und Farbflächen wird die Collage in einem konstruktiven Bildaufbau, der grundlegende geometrische Elemente erahnen lässt, entwickelt. Dabei wird deutlich, dass dem Zufall in Schwitters Arbeiten niemals die Bedeutung zukam, die er für andere, dekonstruktivistische Dadaisten hatte. Schwitters wollte Kunst bewusst und intendiert neu verstehen, umbauen und arrangieren. Nur scheinbar wahllos kombiniert Schwitters also die diversen Papierfetzen und Fundstücke. Aus dem Zusammenspiel von malerischen Partien und ausgedehnten Gegenständen entsteht eine dynamische Diagonalkomposition um ein blaues Dreieck, in der verschiedenste Materialien, Oberflächen, Objekte, Farben und Formen in der Bildfläche versammelt und zerstreut zugleich werden. Das Auge des Betrachters wandert über sie hinweg, entdeckt Bezüge, sucht in der Vielfalt der Farbformen eine Ordnung, der er folgen kann. Immer wieder wird er angezogen vom dominanten Und im braunen Trapezkeil oben, wandert weiter und wieder zurück, stößt auf Wortfetzen und Ziffern, bemerkt Nägel, Metallstücke, Gitter und Lederteile. Sie erscheinen so in der individuellen Erkenntnis isoliert und gleichzeitig beim Umherschweifen des Blickes integriert in ein Bild Ganzes. Im Und-Bild werden so verschiedene Formen und Ebenen sowohl des künstlerischen als auch des gedanklichen Verbindens, Ergänzens und Hinzufügens hinterfragt. Dabei erweist das Und seine Brüchigkeit. Beispielhaft sei hier der Schriftzug unten links genannt, Sökeland und Söhne. Die beiden Menschen verbunden mit einem Ampersand, dem Kaufmanns-Und. Es verbindet Vater und Söhne zu einem Geschäftsmodell, in dem Verschiedenes steckt. Eine Familiengeschichte, eine Ökonomie, eine Hierarchie, verschiedene Weisen des Verbundenseins, Modalitäten einer Beziehung. Materialtechnisch finden sich neben den genannten Nägeln weitere Objekte, die das Thema des Verbindens und Ineinandergreifens wachrufen. Kleidungsknöpfe, zwei Zahnräder, Unterlegscheiben für Schrauben, aber auch eine Metallklammer zur Verbindung zweier Flächen. So verwandeln sich die Materialien in Bildmotive. Ihre Verwendung folgt der Grundidee, die das Wort angeschlagen hat. Es kommt zu fließenden Übergängen zwischen Material und Thema und Motiv. Zu der Schönheit, die Schwitters in einer klar geordneten Komposition suchte, tritt die Magie der Dinge. Dem Betrachter bleibt ein Rest rätselhaft. Und?